zu einer neuen Raw Future TV-Ausgabe. Ich war beim diesjährigen Veggie Street Day in Dortmund dabei gewesen und habe ein paar Veganer dazu befragt, wie sie zum Thema Vitamin B12 stehen, ob sie es supplementieren und wenn ja, welches Produkt sie empfehlen können, wie wichtig ihnen das Thema ist. Schauen wir mal, was sie geantwortet haben. Ja, das ist eines der potenziell kritischen Dinge für konsequente Vegetarier, also Veganer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Am besten ein Additivum nehmen, wie zum Beispiel das Veg One. Oder es gibt natürlich noch einige andere rein vegane Möglichkeiten, das zu ergänzen. Zum Beispiel diese neue Zahnpasta, die der Vegetarierbund zusammen mit einem Hersteller entwickelt hat. Sante heißt das nochmal. Und da gibt es auch die Notwendigkeit, sich allgemein auch gesund zu ernähren, mit viel Rohkost. Ich empfehle viele frische Säfte und grüne Smoothies, wäre auch gut. Also nicht nur als Pudding vegetarisch sozusagen, nur Fastfood zu essen. Also, da sollte man ein bisschen Augen aufhaben, aber das ist das gar kein Problem, denn wir sind von Natur aus Veganer. Wir sind frugivoren im weiteren Sinne als menschliche Spezies und das können wir dann nur gewinnen. Wenn man ein bisschen darauf achtet, ist das also, haben wir die Grundlage für die beste strahlende Gesundheit unser Leben lang. Also ich nehme so Spirulina, glaube ich, also so Algenpräparate, extra, weil ich irgendwie Schiss habe, dass es dann doch zu wenig ist irgendwann. Ja, ich vernachlässige es ein bisschen. Also ich habe jetzt mal die Zahnpasta ausprobiert, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich kann es mir halt nicht so direkt vorstellen, dass es dann irgendwie über den Mund oder über die Region da wirklich mein Körper gelangt. Ja, also ich lese viele Bücher, gerade auch wegen Rohkost, man muss sich da ja weiterbilden. Und da wird das Thema halt angekreidet, dass selbst Leute, die viel Fleisch essen, diesen Mangel haben. Ja. Und dass der, wo der jetzt genau herkommt, das kann ich aber nicht sagen. Ich habe, glaube ich, auch gute Blutwerte, also ich fühle mich nicht schwach oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass da viel, genauso wie mit anderen Vitaminen, große Terrarum gemacht wird, einfach nur um Argumente zu finden. Ja, Veganismus ist nicht gut, vegetarisches Leben ist nicht gut und so weiter. Einfach nur um dagegen anzustecken. Also ich glaube, da ist nicht so viel dran. Also ich nehme keine Ergänzungsprodukte zu mir, aber ich esse nun wieder mal ungespritzte Äpfel und ähnliches, weil ich da auch ein paar B12 Vitamine durch Kleinstorganismen zu mir nehme. Ich habe mich auch testen lassen. Und mein Spiegel war okay im unteren Bereich und deswegen nehme ich Tabletten. Was für Tabletten? Schlusstabletten. Damit man es über die Mundschleimhaut. Methylcobalamin, schätze ich mal. Man kann es von zwei Seiten betrachten. Ja, wenn man sich natürlich betrachtet, wie kommen die Blutwerte, die wir beim Arzt hier, wie gesagt, bekommen, wie kommen die zustande? Es wird ein Haufen Probanden genommen, denen wird Blut abgenommen und dann wird geguckt, wie sind die aufgestellt und das sind dann die Normalwerte. Wenn die sich natürlich alle fleischhaltig ernähren, dann ist der Normalwert B12 ist natürlich dann sehr hoch angesetzt. Ich sage immer, wenn man sich gut fühlt, dann ist es eigentlich völlig egal, was irgendein Wert aussagt, weil dann gibt es ja auch nichts, was du besser machen könntest, wenn es dir persönlich gut geht. Wenn man damit natürlich Probleme bekommen sollte, gibt es ja auch genügend supplementierte Produkte, wo man das dann auch zu sich nehmen kann. Ich hatte auch schon einen akuten Vitamin-B12-Mangel, dass ich spritzen musste. Was ich jetzt aber viel mache, und das ist vielleicht nicht so direkt vegan, ich esse viele Wildkräuter, die ich nicht mehr abwasche. Das ist auf jeden Fall gut. Ich hoffe, an der Stelle mein Vitamin-B12-Mangel. Ansonsten gucke ich, welche Nahrungsmittel das haben. Und ich bin eigentlich jetzt schon mehr dazu gegangen, veganer Rohkostler zu werden. Also bei mir ist es so, ich persönlich hatte jetzt nie das Problem eines B12-Mangels. Ich habe anfangs überhaupt nicht darauf geachtet, aber die Speicher, die halten ja auch ewig. Deswegen, ich habe dann eine Zeit lang das, wie ist das, Veg One, war das der Name des Produkts? Das hatte ich eine Zeit lang genommen, um darauf eben zu achten. Nur, dass ich persönlich, ich habe halt so ein bisschen Geschmack für Energy Drinks, wo ja unendlich B12 drin ist. Und bei dem Bluttest kam eben immer raus, dass ich sowieso genug davon habe. Deswegen achte ich persönlich nicht so sehr drauf. Ja, es gibt natürlich viele Theorien dazu. Die einen sagen, man muss es nehmen, die anderen sagen, okay, es wird im gesunden Körper selbst hergestellt. Und wenn man B12 eine Woche lang nimmt und keine Besserung oder keine merkliche Wirkung davon hat, dann soll man es auch nicht weiternehmen, weil man dann keinen B12-Mangel hat. Die Theorie von Dr. Graham zum Beispiel, nach der lebe ich auch, ich nehme kein B12. Und ah ja. Sobald Mängel auftreten sollten, kann man es immer noch supplementieren, aber von vornherein es zu tun, ist für mich
erstrebenswert.